Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们德语课时间，我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir kurz von verschiedenen Süchten gesprochen. 在上节课上，我们简单地谈到了各种不同的瘾。Und wir haben am Ende auch einen Hörtext über die Kaufsucht gehört. 在上节课的最后，我们还完成了一篇和购物瘾相关的听力理解。In dieser Stunde werden wir zuerst den Hörtext behandeln. 那么上节课由于时间关系，我们没有讲解处理听力课文。那么在这节课上，我们首先来分析讲解一下这篇听力课文。Und dann werden wir eine mündliche Übung machen, bei der wir lernen, wie man einen süchtigen Freund oder eine süchtige Freundin dazu überreden kann,sich diese schlechte Gewohnheit abzugewöhnen. 然后我们将通过一个口语练习来学习如何说服和劝诫一位有瘾的朋友下定决心来戒除这个坏习惯。Ja gut, behandeln wir zuerst den Hörtext und die textbezogenen Aufgaben.好，让我们先来处理上节课没有讲解的听力课文以及和听力课文相关的练习。在做听力理解之前，一定要分析题目。上节课舒老师没有和大家一起来分析听力理解的题目，不知道同学们有没有在听课文之前自己先来完成这一个步骤。如果没有任何概念的听课文，难度是非常大的。Ohne Vorstellungen von den Inhalt des Textes kann man sehr schwierig den Hörtext gut verstehen. 我们来看一下题目。A. Über welche neue Sucht wird gesprochen? 这篇课文说的是哪一种新型的瘾？这里比较重要的就是 welche neue Sucht, 说明是新型的瘾。Wie wird dieser betrachtet? 这种瘾被看作什么？我们知道 betrachten 可以有 ansehen 的意思。Etwas als etwas ansehen 就等同于 etwas als etwas betrachten, 把什么看作为什么。也就是大家对于这种新型瘾的判断或者说评价是什么样的。B. Was kauft die Arztfrau aus Tübingen oft? 这里要划的肯定是 Arztfrau aus Tübingen.一位来自 Tübingen 的医生的太太。C. Was kauft der Verkaufsleiter einer Textilfirma aus Ulm immer wieder? 来自 Ulm 某一家纺织公司的销售主管，他总是反复的购买什么东西。其实 B C 这两道题给我们的提示就是 ,Im Text werden zwei Personen als Beispiele genannt.文中会以两个实际的人物作为事例来引出或者分析这种新型的瘾。那么这两个例子分别选择了两个性别，女性和男性，他们的社会地位和角色也不一样。一位是 Hausfrau, 因为她是某一位医生的太太，而另一位是职场人士 Verkaufsleiter, 销售主管或者销售经理。其实从不同性别、不同阶层的人都有相同的问题，就可以推断出这个问题应该是比较普遍的现象。所以 day 这个问题 ,wie verbreitet is diese Krankheit?wie verbreitet? 这种新型疾病扩散蔓延的情况如何？这里的 Krankheit 打上了 Anführungszeichen, 打上了引号，说明 das ist keine echte Krankheit.This is nur eine Metapher, 说明这种瘾还不是真正的疾病，只是用了一个比喻的说法。那么像 day 这样的题目，答案其实只有两种，一种是 weit verbreitet, 广泛的传播，另外一种就是 nicht weit verbreitet,
那从悲催这两个问题看来，这个现象应该是比较普遍的了。E. Welcher typische Merkmale hat die Krankheit? 知道听力课文中应该会处理这一疾病的典型特征 typische Merkmale。Auf Deutsch kann man auch sagen Symptome. 我们也可以用症状这个单词 Symptome. 这个疾病有哪些症状呢？那这些症状分别出现在 beim Straßenbummel 逛街的时候 ，während des Kaufens 买东西的时候 ，nach dem Kaufen 购物完成之后，以及 im Umgang mit der sozialen Umgebung 在和自己的社交环境，也就是自己周围的人相处的过程中。那么可见听力课文中介绍的四个特征，一定是从这四方面来归纳总结的。F.Welche Probleme hat ein Kaufsüchtiger? 这里的关键词肯定是 Probleme. 对购物上瘾的人，他有哪些问题？其实前面的题目里已经多次出现了动词 Kaufen. 不过这一题里的 Kaufsüchtiger 应该是最最明显泄露了这篇课文的主题。这篇课文处理的是新型的一种瘾，也就是购物瘾。Was verursacht die Kaufsucht? 这次 Kaufsucht 这个名词自己出现了。上一题还讲的是人，有购物瘾的人，而这里 Kaufsucht 购物瘾直接出现。是什么引起了这种疾病呢？ Verursachen 引起。那我们可以理解这道题问的就是 Ursachen oder Gründe für diese Krankheit。他问的是这一疾病的起因或者原因。Ha, was fehlt noch, um den Kaufsüchtigen zu helfen? 这里的关键词是 was fehlt. 想要帮助这些有购物瘾的人，还缺什么？是缺专业指导吗？还是理论基础呢？ Ja, das erfahren wir aus dem Hörtext. 我们从听力课文中就能找到这些问题的答案。好，我们依次来找一下这些问题的答案。Lektion 19. Text D. Eine neue Sucht. Eine neue Krankheit breitet sich in Deutschland aus. Die Kaufsucht. Die Kaufsucht ist eine krankhafte Abhängigkeit, die genauso ernst genommen werden muss wie der Alkoholismus, die Drogensucht, die Medikamenten und Spielsucht. Zwei Beispiele. Die 36-jährige Arztfrau aus Tübingen fährt einmal pro Woche nach Stuttgart zum Shopping.Beim Ladenbummel auf der Königstraße langt sie dann zu. Schicke Schuhe und ein Kleid hier, eine neue Tasche und einen schönen Pulli dort. Wenn sie wieder zu Hause ist, packt sie die Sachen nicht mal richtig aus. Schränke und Regale ihres Einfamilienhauses quellen über von unbenutzten Textilien, Handtaschen und anderen Dingen. Viele Schuhe und Kostüme werden niemals getragen.Auch der 44-jährige Verkaufsleiter einer Textilfirma in Ulm kann es nicht lassen. In der Mittagspause streift er durch die Geschäfte im Stadtzentrum, um Armbanduhren, Taschenrechner und Computerspiele zu kaufen. Immer die neuesten Modelle. Zu Hause liegen schon mehr als 20 teure Uhren herum. In seinen Schreibtischschubladen häufen sich Minicomputer. Benötigt und benutzt werden sie nicht.Die Arztfrau aus Tübingen und der Verkaufsleiter aus Ulm leiden nach Ansicht von Medizinern und Psychologen an Kaufsucht. Zwar kann man diesen Krankheitsbegriff noch nicht im Medizinlexikon finden, die Krankheit ist aber in den letzten Jahren, wie schon seit längerem in den USA, zu einem Massenphänomen geworden.
Es ist zu beobachten, dass mehr Frauen als Männer an der Kaufsucht leiden. Was sind die typischen Merkmale der Kaufsucht? Erstens, der Kaufsüchtige hat das Zwangsgefühl, etwas kaufen zu müssen. Er läuft ziellos durch die Straßen und Geschäfte, um irgendetwas zu kaufen, bis er endlich etwas kauft. Schließlich kauft er irgendetwas, was er gar nicht braucht. Zweitens, während des Kaufens und unmittelbar danach hat er ein Hochgefühl. Er fühlt sich angeregt, berauscht, wie nach dem Genuss von Alkohol und Drogen. Drittens, einige Zeit nach dem Kauf entsteht ein Gefühl der Ernüchterung und Enttäuschung. Viertens, mit seiner sozialen Umgebung bekommt der Kaufsüchtige immer mehr Probleme. Weil er zunehmend von seiner Sucht abhängig wird, findet er alles andere uninteressant. Die Kontakte zu den Mitmenschen werden immer geringer. Es kann zu finanziellen Krisen kommen, vor allem wenn die Kaufsucht an finanzielle Grenzen stößt, wenn zum Beispiel der Kaufsüchtige Kredite aufnimmt, die er nicht zurückzahlen kann. Als häufigste Ursachen für die Kaufsucht gelten Stress, Frustration und Depression. Wie bei den anderen Suchtkrankheiten auch, sind die Suchtkranken unzufrieden mit ihrem Familienleben, mit ihrer Partnerbeziehung und oder ihrem Arbeitsalltag. Sie fühlen sich nicht anerkannt, sie stehen unter Druck, sie leiden unter Stress am Arbeitsplatz, im Examen und so weiter. Erst seit kurzem gibt es Beratungsstellen für kaufsüchtige Patienten, aber es sind noch zu wenige. Es mangelt an Entwöhnungskursen und an Anleitungen zur Selbsthilfe, das heißt an Anleitungen, wie man sich die Kaufsucht aus eigener Kraft abgewöhnen kann.
eine neue Sucht, 一种新型的瘾。Eine neue Krankheit breitet sich in Deutschland aus, die Kaufsucht. 有一种新型的瘾正在德国传播，那就是购物瘾。这里的 ausbreiten 就等同于 verbreiten， 都是及物动词，解释为传播。那病做主语的时候就要用到反身了。Die Krankheit verbreitet sich 就等于 Die Krankheit breitet sich aus。 aus 这个前缀有出去的意思，也就是传播出去，蔓延开来。这句话回答了第一道题目，也就是这种新型的瘾就是 Kaufsucht。 那人们对于这种新型的瘾是如何看待的呢？ Die Kaufsucht ist eine krankhafte Abhängigkeit, die genauso ernst genommen werden muss wie der Alkoholismus, die Drogensucht, die Medikamenten und Spielsucht. 后面这几个概念都是舒老师在上节课讲到的，所以同学们应该可以明白它是什么意思。这种购物瘾是一种病态的依赖。同学们看，它前面出现的是 Sucht，他解释的时候就用了 Sucht 的同义词 Abhängigkeit， 他们的意思其实是一样的，但是我用另外一个词来解释这个词可以帮助大家理解，而且 Abhängigkeit 是对一般人来说更加熟悉的单词。那么正如酗酒、毒瘾、药瘾和毒瘾一样，购物瘾也必须得到认真的对待。 Etwas ernst nehmen，也就是把某件事当一回事，认真的处理它，对待它，不能对它掉以轻心。那么后面这句句子里面的 eine krankhafte Abhängigkeit 就是大家给这个新型的购物瘾做出的评判。Zwei Beispiele， 不知道同学们在听的时候有没有听到这个关键的信号词Zwei Beispiele， 不是正好可以回答 Beize 这两道问题吗？那要注意的是，这两位购瘾患者是对什么样的东西买买买的停不下来。Die 36-jährige Arztfrau aus Tübingen fährt einmal pro Woche nach Stuttgart zum Shopping. 一位来自图宾根的36岁的医生太太，每周一次要前往斯图加特采购。这里的 Arztfrau意思就是 die Ehefrau eines Arztes 的意思，就是一位医生的太太。这个医生太太隐含了什么意思呢？ Ärzte verdienen normalerweise sehr gut， 一般医生的收入应该是比较高的，所以 diese Arztfrau hat viel Geld und außerdem kann sie sehr wahrscheinlich eine Hausfrau sein。 首先家庭收入不会低，其次，这位太太很有可能是一位家庭主妇。Beim Ladenbummel auf der Königstraße langt sie dann zu。那么在国王大街上闲逛的时候，他就开始动手了。我们知道 Bummel 有闲逛的意思，也就是没有目的的到处乱走。而 Ladenbummel 就跟 Einkaufsbummel 一样，指的就是逛街。在国王大街上闲逛的时候，他开始下手。这个 zu langen 是不是非常的形象呢？商店里的各式产品都是不同的 Angebote， 也就是供应的商品。那他想要什么，他都可以拿取。那么这里的 zu langen 其实就是 kaufen 的意思。Aber was kauft sie denn？ 那么他通常买什么呢？Schick Schuhe und ein Kleid hier, eine neue Tasche und einen schönen Pulli dort. 这里买时髦的鞋子和一条裙子，那里呢又买了一个新包和一件漂亮的套衫。Wenn sie wieder zu Hause ist, packt sie die Sachen nicht mal richtig aus. 等她回到家之后，这些衣物她根本就不打开。Nicht mal. Das heißt sogar nicht. Sogar nicht
甚至不打开。什么意思？也就是说 sie benötigt diese Sachen eigentlich nicht. 她并不缺少这些东西，她需要的只是买买买，而不是这些东西的本身。Schränke und Regale ihres Einfamilienhauses quellen über von unbenutzten Textilien, Handtaschen und anderen Dingen. 他们家里的柜子、橱都被塞得满满的，要溢出来了，里面都是不用的衣物、包包，还有一些其他的东西。这里的 Einfamilienhaus 也告诉我们，他们家的收入应该不错。也就是 in diesem Haus wohnt nur ihre Familie. 一幢楼里面只住了他们一户人家，所以可以看出家庭条件应该是不错的。那尽管这样，家里的柜子和橱也已经被他的衣服、鞋子、包包堆得放不下了。Viele Schuhe und Kostüme werden niemals getragen.很多鞋和套装根本从来就没有穿过。从这段我们可以得知，这位医生太太和大多数的女性一样，有着一样的喜好，也就是喜欢买什么呢？我们可以说是 Kleidung， 也可以说 Kleider， Schuhe， Taschen， 这些答案都可以，无非也就是衣物、鞋子、包包这些女生比较喜欢购买的物品。好，再来看看男生爱购买什么呢？ Auch der 44-jährige Verkaufsleiter einer Textilfirma in Ulm kann es nicht lassen. 这个词组记得吗？ Es nicht lassen können. 根本停不下来啊，也就是 kann damit nicht aufhören. Kann darauf nicht verzichten.不能停止做某事，无法放弃做某事。这位来自乌尔姆某一家纺织企业的44岁的销售主管也根本停不下来。In der Mittagspause streift durch die Geschäfte im Stadtzentrum, Armbanduhren, Taschenrechner und Computerspiele zu kaufen, immer die neuesten Modelle.午休时间，他就会在市中心的商店之间到处闲逛溜达，为了购买最新款式的腕表、计算器以及电脑游戏。这里的三样东西就是对于这位销售主管来说有吸引力的东西： Armbanduhren, Taschenrechner und Computerspiele.Zu Hause liegen schon mehr als 20 teure Uhren herum.In seinen Schreibtischschubladen häufen sich Minicomputer. 在他家随意摆放着20多块名贵的手表，而在他的书桌抽屉里则堆放着各种迷你电脑。这里的两个动词 herumliegen 和 sich häufen 可以体现出不管是手表还是迷你电脑数量之多。但是另外一方面，从 herumliegen 我们也可以看出，他对这些名贵的手表其实并不是十分在意，好好收藏的，是随意丢放的。Benötigt und benutzt werden sie nicht。那这些手表和迷你电脑其实都是不需要，也是不会被使用到的。Die Arztfrau aus Tübingen und der Verkaufsleiter aus Ulm leiden nach Ansicht von Medizinern und Psychologen an Kaufsucht. 根据医生以及心理学家的观点，这两位，也就是来自图宾根的医生太太和来自沃尔姆的销售主管，已经患上了购物瘾。他用的动词是 leiden， 搭配的介词是 an Kaufsucht。Leiden，
这说明 die Mediziner und die Psychologen sehen diese Kaufsucht schon als die Krankheit an. 医生和心理学家已经把这种购物瘾看成了疾病。Zwar kann man diesen Krankheitsbegriff noch nicht im Medizinlexikon finden, die Krankheit ist aber in den letzten Jahren, wie schon seit längerem in den USA, zu einem Massenphänomen geworden. 虽然这个疾病概念在医学词典中还无法找到，但是这个疾病在过去的几年里，正如在美国那样，已经成为了一个普遍的大众现象。注意中间的插入语 wie schon seit längerem in den USA， 说明美国出现这一大众普遍的现象比在德国出现的更早一点。 Es ist zu beobachten, dass mehr Frauen als Männer an der Kaufsucht leiden， 而且可以观察到的是患有购物瘾的女性比男性更多。这段中提到了一个词，就是 Massenphänomen， 大众现象，普遍现象，这个词正好可以回答 day 这个题目，也就是这一新型疾病传播的广泛程度。那我们可以回答是 weit verbreitet， 也可以回答说 schon zum Massenphänomen geworden。 Was sind die typischen Merkmale der Kaufsucht？ 那购物瘾的典型特征是什么？这里的信号词是 die typischen Merkmale， 对应我们题目 A。 Erstens, der Kaufsüchtige hat das Zwangsgefühl, etwas kaufen zu müssen。 首先，这些购物有瘾的人，他们有一种感觉，就是不买东西不行，这是一种 Zwangsgefühl， 好像被强迫的感觉。Er läuft ziellos durch die Straßen und Geschäfte, um irgendetwas zu kaufen, bis er endlich etwas kauft. 他会毫无目标地在街道和商店中穿梭，只为了买一些东西。这个毫无目标是说他没有特定想买的东西。他在商店里穿梭只是为了买买买。他会一直走，一直逛，直到他终于买到什么东西。Schließlich kauft er irgendetwas, was er gar nicht braucht. 正因为他没有特定的想要购买的目标，所以他会随便买一些他根本不需要的东西。Etwas, was er gar nicht braucht. 后面其实是一个关系从句，修饰前面的 irgendetwas. 他会随便买些什么东西。所以这段告诉我们，在逛街的时候，对购物有瘾的人，他们的特征是什么呢？那就是 Zwangsgefühl， 也就是不买不行的感受，一定要买。 Zweitens, während des Kaufens und unmittelbar danach hat er ein Hochgefühl. Er fühlt sich angeregt.Berauscht wie nach dem Genuss von Alkohol und Drogen. 这里的信号词是 während des Kaufens， 在购物期间，或者呢 unmittelbar danach， 刚买完东西的时候，就是刚买完单拿到这件商品的时候，他会有一种很 high 的感觉， Hochgefühl， 他感觉到非常的兴奋，就好像刚喝完酒，刚吸完毒，进入那种沉醉陶醉的状态，这里用了 berauscht。 那么在购物的时候，特征就是 Hochgefühl， Hochgefühl， 很嗨的状态，兴奋的状态，我们也可以说 angeregt。 Drittens, einige Zeit nach dem Kaufentsteht ein Gefühl der Ernüchterung und Enttäuschung. 信号词是 nach dem Kauf. 那么买完过了一段时间之后，就会产生一种清醒过来，并且对自己比较失望的感受。所以购物完之后的特征是 Ernüchterung und Enttäuschung.那这种感觉肯定是，哎呀，我怎么又买东西了呢？我这个人怎么这么控制不住自己的这种懊悔的感觉。 Viertens, mit seiner sozialen Umgebung bekommt der Kaufsüchtige immer mehr Probleme.
这句话已经交代了有购物瘾的人和他的社交环境，也就是周围的人相处关系的特征，也就是 immer problema bekommen， 或者说 immer problema， 总是相处不好，总是有问题有麻烦。Weil zunehmend von seiner Sucht abhängig wird, findet alles andere uninteressant.正因为他对自己的瘾越来越依赖，也就是把自己的快乐越来越多地建筑在购物上，那么他对于其他的东西都不感兴趣了，也就是觉得其他的所有的东西都不好玩。Alles andere， 这个是我们之前讲过的形容词做名词，所有的其他东西。要注意，在形容词做名词里面，只有under 这个形容词在做名词的时候首字母是不大写，仍然小写的。 Die Kontakte zu den Mitmenschen werden immer geringer. Es kann zu finanziellen Krisen kommen, vor allem wenn die Kaufsucht an finanzielle Grenzen stößt, wenn zum Beispiel der Kaufsüchtige Kredite aufnimmt, die nicht zurückzahlen kann.和自己身边人之间的联系变得越来越少。此外，购物瘾也可能会引起经济危机，尤其是你的购物瘾已经到达了你经济极限的情况下，也就是你的经济条件已经不允许你接着买买买了。又或者是有购物瘾的人，他是通过贷款借钱来买买买的，他借的钱是他无力偿还的，这种情况也会导致经济危机。 Kredite aufnehmen， 借钱贷款。那归还贷款呢，就是 Kredite zurückzahlen， Kredite zurückzahlen， 把钱还回去。这两句话其实是在解释这一段一开始为什么说有购物瘾的人和他身边的社会关系相处会有一些问题。我们可以从两方面来回答，一方面就是 the contact to the Mitmenschen immer geringer， 和身边人相处越来越少，或者大家也可以选择 alles andere uninteressant finden， 觉得所有的一切除了购物都是无趣的。而另外一方面呢，则是经济原因，也就是 finanzielle Krisen。Als häufigste Ursachen für die Kaufsucht gelten Stress, Frustration und Depression. 这句话直接抛出了导致购物瘾产生的三大原因。信号词是 Ursachen, Ursachen für die Kaufsucht. 句子里的动词是 gelten als, gelten als, 也就是压力、懊丧、抑郁，这三大因素被看作为最常见的引起购物瘾的原因。Stress， 其实我们现代社会 stress 基本上大家都有，也就是觉得时间不够，事情太多的这种压力。我们经常会说 Ich bin im Stress， 我压力好大。潜在的意思就是 Ich habe wenig Zeit， aber ich habe zu viel zu tun。Frustration 和 Depression 更多的是心理层面的。我们讲过 Frustration 是因为对自己失望或者对现状不满的一种生气懊丧的情绪，而 Depression 呢，则是一种无缘无故伤心难过的状态，也就是忧郁抑郁。 Wie bei anderen Suchtkrankheiten auch sind die Suchtkranken unzufrieden mit ihrem Familienlebenmit ihrer Partnerbeziehung und oder ihrem Alltagsleben. 和其他上瘾的疾病一样，有购物瘾的病人们通常也是对自己的家庭生活感到不满，对和伴侣的关系不满，以及或者是对于自己的工作日常不满。你看，这和舒老师一开始推测的差不多吧。舒老师认为上瘾的人很有可能是想要逃避现实。为什么逃避现实呢？因为现实很痛苦，现实很艰难。那么这里提到了他们可能不满的三方面，其实就是我们生活中最重要的三方面：生活、工作以及我们最亲密的人际关系。Sie fühlen sich nicht anerkannt.
Sie stehen unter Druck, sie leiden unter Stress am Arbeitsplatz, im Examen und so weiter. 他们觉得自己得不到认可，他们感觉到压力巨大，他们在工作岗位或者在考试中觉得非常的紧张。Stress, 我前面已经解释过了，是一种事多、时间少的这种紧迫感而造成的压力。而 Druck, 一般感觉更像是外界向你施加的压力，比如说爸爸妈妈给了我很多压力，或者说领导给我施加了很多压力。这段实际上给出了大量可能导致购物瘾的原因。同学们只要任意的写出文章中提到的三个都可以算对。Ja gut, der letzte Abschnitt, 最后一段。Erst seit kurzem gibt es Beratungsstellen für kaufsüchtige Patienten, aber es sind noch zu wenige. 直到不久前才出现了为有购物瘾的病人提供的咨询处。Beratungsstellen, 但是数量非常的少。Es mangelt an Entwöhnungskursen und an Anleitungen zur Selbsthilfe. Das heißt, an Anleitungen, wie man sich die Kaufsucht aus eigener Kraft abgewöhnen kann. Es mangelt an, 这个词组应该是信号词。Es mangelt an bedeutet, es fehlt an, 也就是缺少的意思。所以最后道题问的就是缺什么呢？现在还缺少专业的戒除课程，也就是没有课程帮助这些病人来戒除网瘾，也缺少对于自救的一些指导建议。Anleitung bedeutet normalerweise nützlichen Hinweis, 有用的提示，所以我们可以把它翻译成指导。缺少帮助大家自救的指导。这指的是什么呢？ Das heißt Anleitungen, wie man sich die Kaufsucht aus eigener Kraft abgewöhnen kann. Aus eigener Kraft, 以自己的力量。Sich die Kaufsucht abgewöhnen, 戒除购物瘾。所以也就是说，也没有什么一些专业的建议和指导来帮助大家通过自身的力量戒除购物瘾。所以最后一段告诉我们，要解决购物瘾这个问题，我们还缺少 Beratungsstellen, 咨询机构、咨询处 ,Entwöhnungskurse, 戒除的课程 ,und Anleitungen zur Selbsthilfe, 以及帮助那些病人自己戒除购物瘾的指导意见。Dieser Hörtext hat uns veranschaulicht,dass man sehr viele Probleme bekommen wird, wenn man an einer bestimmten Sucht leidet. 通过这篇听力课文，我们清楚地看到，对某样事物上瘾会带来很多问题。Und wir sollten zuerst vermeiden, dass wir selbst nicht von etwas süchtig werden. 那首先，我们应该避免自己对某件事物上瘾。Und wenn einer unserer Freunde eine krankhafte Sehnsucht hat, sollten wir auch versuchen, ihm zu helfen. 那如果我们朋友中有人对某样东西有病态的上瘾的话，我们也应该努力地去帮助他们。Anschließend werden wir durch eine Sprechübung lernen, wie man einem süchtigen Freund hilft, indem man ihm Vorschläge macht.接下去就让我们通过一个口语练习来操练一下我们如何帮助一位打电脑游戏上瘾的朋友，如何为他提供帮助，如何为他提出建议。Stellen Sie sich mal vor, Ihr bester Studienfreund leidet darunter, dass er jeden Tag mindestens 3 Stunden Computerspiele spielt.假设和你最要好的大学同学打电脑游戏上瘾，他每天至少打3个小时的游戏。Seine Studienleistung geht ständig abwärts. 他的成绩持续下滑。Er wollte schon seit einiger Zeit die Spielzeit reduzieren. 其实他已经意识到了这个问题，已经有一段时间想要缩短、减少打游戏的时间。Die Spielzeit reduzieren.
aber er schafft das nicht. 可是他做不到，也就是有心无力啊。Sie möchten ihm gern helfen. 那作为最好的朋友，当然要想办法帮他。Geben Sie ihm Ratschläge, wie er es schaffen kann. 那让我们通过一个口语练习来告诉这位朋友他应该怎么做吧。这个口语练习还是有一定的难度，我们把它拆分为几个部分。首先，让我们来做一个简单的练习。Suchen Sie bitte mit ihm zusammen nach Gründen für sein Verhalten. 首先，要找到他为什么会有游戏瘾的根本原因，这样才可能对症下药。Bei dieser Übung können Sie die folgenden Redemittel benutzen. 在这个练习中，我们可以用到下面句型。首先，我们先给他强调一下继续这么打游戏打下去的危害。Ich finde es sehr gefährlich, dass du. 我觉得这样做很危险。Das ist eine Computerspielsucht. 要帮助他明确，这样打游戏其实已经有了电脑游戏的瘾。Hast du erkannt, dass du? 你有没有意识到你已经？后面就可以说 dass du schon computerspielsüchtig bist, 或者 du schon computersüchtig bist. 后面呢，就帮他分析打游戏上瘾的根本原因。Ich vermute, dass du oft versuchst. 我猜你打游戏是想要尝试。Ich nehme an, dass du Computerspiele spielst, weil 用 weil 引导的从句来引出原因。我估计你打电脑游戏是因为 sind sehr wahrscheinlich die Ursachen。那么在这个句型里，前面就放出打游戏的原因，什么非常可能就是原因了。Du spielst ständig Computerspiele, um zu 后面用 um zu 引出这位同学一直打游戏的目的。Ja gut, ich mache ein Beispiel. 舒老师来举一个例子。Ich finde es sehr gefährlich, dass du täglich mehrere Stunden Computer spielst. 我觉得你每天打几个小时的电脑游戏是非常危险的一件事情。Das ist eigentlich schon eine Computerspielsucht. 我觉得你已经上瘾了。Hast du erkannt, dass du schon davon süchtig bist? 你意识到你上瘾这件事了吗？那舒老师觉得要给他意见，首先要让他认清现实，现实就是这已经是一种上瘾的行为了。Ich vermute, dass du oft versuchst, über das Computerspielen deinen Problemen zu entkommen. 我推测你打电脑游戏是想通过电脑游戏来回避你面临的问题。Den Problemen entkommen, 逃避回避问题 ,entkommen 不及物，所以要加三格的宾语。Stress im Studium, Probleme mit dem Lernen und die immer schlechtere Studienleistung sind sehr wahrscheinlich die Ursachen. 学业压力，学习中碰到的困难，还有越来越糟糕的学习成绩，都很可能是你游戏上瘾的根本原因。Du spielst ständig Computerspiele, um vor diesen Problemen in die virtuelle Welt zu flüchten. 你一直打游戏打游戏，其实就是想逃避这些问题，逃到虚拟的游戏世界中去。Flüchten, flüchten, 逃跑逃走的意思。Die virtuelle Welt, 同学们应该不陌生了吧。它指的是由电脑和网络营造创造出来的世界，也就是虚拟世界。那么在这段里，舒老师给出了自己的猜测，为什么会不断的打游戏呢？虽然想停下来也停不下来，那很有可能的原因就是现实中的问题，想要逃避现实中的问题。Ja gut, machen Sie bitte jetzt selbst die Übung.现在请同学们自己来完成这个练习。
在分析了打游戏上瘾的根本原因之后，接下来就是要敲敲警钟，谈一谈再这样打游戏下去会造成的可怕后果了。Sprechen Sie mit ihm über die Auswirkungen. 请同学们通过练习和这位朋友谈一谈继续打游戏的后果。那我们可以从以下三点来考虑。A. Beeinträchtigung des Studiums. 对学习学业的影响。B. Ohne Studienabschluss keine Arbeitsstelle finden. 如果毕业不了的话都找不到工作。C. Enttäuschung der Eltern keine Zukunft für sich. 这真是动之以情晓之以理啊。继续这样成绩不好会让父母失望，而且对自己来说也看不到未来。当然，同学们也可以自己补充想到的后果。在描述后果时，我们可以用到下列句型。Wenn du jeden Tag so viel Zeit Computerspiele spielst, 这是一句条件状语从句。如果你每天都花这么多时间打游戏的话。Wenn du diese Computerspielsucht nicht bekämpfen kannst, 如果你不能和你的游戏瘾抗争的话 dann kannst du dir wenig Zeit für das Studium nehmen, was zu führen wird. 那你每天花在学习上的时间就很少了，这会导致 führen zu 导致。Dadurch kann sich eine gefährliche Spirale für dich entwickeln. 这样一来，对你会形成一个危险的恶性循环。Spirale 本意是螺旋的意思。Wenn du das Studium nicht abschließen kannst, 继续 wenn 引导的条件状语从句，要是你没有办法毕业结业的话 ,ohne einem Studienabschluss ist es schwierig,如果拿不到学位，那很难做某事。这里的介词 or 呢，表达的还是一个条件。如果拿不到你的毕业证书的话。Ja gut, versuchen Sie mit Hilfe dieser Redemittel diese Übung zu machen. 请同学们用这些句型来完成这个练习。Ja gut, ich mache wieder ein Beispiel. 好，舒老师还是给一个实例。Wenn du jeden Tag so viel Zeit Computerspiele spielst, ist der Zeitaufwand, den du in das Hobby investierst, zu hoch. 如果你每天都打这么久的电脑游戏的话，那你投入这项爱好的时间成本也太高了。Zeitaufwand.时间成本。Dann kannst du dir wenig Zeit, sogar gar keine Zeit für das Studium nehmen, was zu noch schlechteren Studienleistung führen wird. 这样一来，你每天只能花很少的时间，甚至是根本没有时间留给学习，这会导致你的成绩更加的糟糕。Dadurch kann sich eine gefährliche Spirale für dich entwickeln.这样一来，恶性循环就形成了。Wenn der Alltag mit Problemen, Konflikten und Frustrationen geführt ist, kannst du die virtuelle Welt, in der du schnelle Erfolge und Respekt erfährst, als Fluchtpunkt nutzen. 如果你的日常生活充斥着问题、争端和沮丧的话，那么你很有可能把那个你可以快速得到成功和尊敬的虚拟世界当作是你的避难所。Dadurch verstärken sich die alltäglichen Probleme, wofür wiederum die Flucht in die virtuelle Welt die einzige Lösung zu sein scheint. 这样一来，你越逃避，你现实生活中的问题就会越严重，而逃往虚拟的游戏世界就貌似成为唯一的出路了。好，在分析了原因和后果之后，我们就可以为我们的朋友提出现实建议了。Machen Sie ihm Vorschläge. 具体的建议可以从以下两个方面来考虑。
首先是从他自己出发可以做的。Selbstdisziplin lernen， 要学会自律。其次就是你作为朋友可以如何帮他一起来克服这个瘾。In einer Zeitphase alles mit ihnen gemeinsam unternehmen, zum Beispiel Sport treiben, zum Unterricht gehen, Hausaufgaben machen, in die Mensa gehen und so weiter. 在一段特定的时期内，什么事都和你一起来做，例如运动、上课、做作业、去食堂吃饭，也就是无时无刻都接受朋友的监督。当然，同学们如果有其他好的建议的话，也可以自己进行表述。那么在提建议的时候，我们可以用到下列句型。Wenn ich du wäre, würde ich. 虚拟。如果我是你的话，我会。An deiner Stelle würde ich.和上一句其实是一样的意思。通过虚拟的语气来表达建议，其实是非常婉转、非常礼貌的方法。Du solltest oder du kannst， 你应该，你可以。Ich würde dir vorschlagen， 我想建议你。Mein Vorschlag ist， 我的建议是。Ja gut， machen Sie bitte diese Übung。不知道同学们有没有想出什么比较厉害的建议或者方法呢？ Ich mache hier auch ein Beispiel. Ich würde sagen, dass du selbst auch viel gegen diese Computerspielabhängigkeit tun kannst. 我想说，你自己其实也可以做很多来对抗这种游戏瘾。An deiner Stelle würde ich in einem Tagebuch festhalten, wann und wie lange ich jeden Tag den Computer nutze und was ich mache. 如果我是你的话，我就找一本本子，像日记那样记录，我每天什么时候用了多久的电脑，用电脑又干了什么，也就是明确自己每天使用电脑的目的和内容。Diese Dokumentation der Computernutzung kann verdeutlichen, ob die jeweilige Computernutzung produktiv und lernunterstützend oder eher Suchtverhalten einzuordnen ist. 通过这样的记录，可以帮我们搞清楚，你每次使用电脑是不是有产出、有收益的，是否对学习有益，或是就应该归入上瘾的行为。Wenn überwiegend übermäßiges Spielen festzustellen ist, leidest du schon an einer Computerspielsucht und musst dann versuchen, dir Limits zu setzen. 如果你大部分用电脑的时间都是在打游戏，都是在玩，那很明显你就有电脑游戏瘾。那这个时候你就得尝试给自己进行限制。Jemandem Limits setzen, 给自己加上限制。Du darfst zum Beispiel jeden Tag höchstens nur eine Stunde Computerspiele machen. 比如说，限制自己每天最多只能打一个小时的电脑游戏。Dadurch kann das unkontrollierte Suchtverhalten in kontrolliertes Suchtverhalten übergehen. 这样一来，你原本不受控制的上瘾行为就可以转化为受控制的上瘾行为了。也就是戒除游戏瘾也要一步一步来，先把不受控制的行为转化为可受控制的行为。Natürlich werde ich dir auch dabei helfen. 我当然也会帮你的。Wir können zusammen etwas unternehmen, was aber nichts mit dem Computer zu tun hat. 我们可以一起来做一些和电脑无关的事情。
zum Beispiel Sport treiben, in der Bibliothek arbeiten oder mit unseren Freunden gemeinsame kulturelle Aktivitäten entfalten. Dabei kann ich die Kontrollfunktion ausüben. 我们可以一起运动，在图书馆学习，或者和朋友们一起去参加各种文化活动。我们在一起的时候，我都可以起到监督你的作用。In dieser Stunde haben wir zuerst den Hörtext über die Kaufsucht behandelt. 在这节课上，我们首先分析了上节课剩下的关于购物瘾的听力课文。Und dann haben wir ein paar interessante Sprechübungen gemacht. 然后我们做了几个非常有意思的口语练习。Wir haben versucht,einen von Computerspielen süchtigen Freund zu helfen, indem wir ihm die möglichen Ursachen für diese Computerspielsucht und deren negative Folgen analysieren und ihm gute Vorschläge machen. 我们通过分析可能的原因和严重的后果，向一位打游戏上瘾的朋友提供了切实的帮助和可行的建议。Und in der nächsten Stunde werden wir ein unentbehrliches Element in der Konsumgesellschaft besprechen, nämlich die Werbung. 那么在下节课上，我们要讨论消费社会中非常重要的一个要素，也就是广告。Ja gut, machen wir für diese Stunde Schluss. 那我们今天这节课就上到这里，我们下节课再见啦。Auf Wiedersehen und Bis zum nächsten Mal.